alle auch schon ganz gespannt auf den neuen von Heiner. Ja, du, ich auch. Ist immer wieder aufregend. Ja, obwohl es mir auch zu wünschen wäre, wenn das irgendwann mal was Festes werden würde. Du, die Hoffnung habe ich fast schon aufgegeben. Ah, ich noch nicht so ganz. Ach, schauen wir mal. So. Was meinst du, soll ich noch ein alkoholfreies Lamsbräu aus dem Keller holen für unseren Gast? Oder? Du, wir kennen den doch noch gar nicht. Warte mal ab. Okay. Martin? Ja, Inge? Hier, die Pelargonie, ne? Ja. Die ist trocken. Oh. Da wolltest du dich doch eigentlich drum kümmern. Oh ja, sorry. Mach's nächstes Mal, ne? Mach ich nächstes Mal, ja. Ach ja. Jetzt könnten sie auch mal kommen, die beiden, ne? Ja. Ja. Ach. Machst du eben auf? Ja. Klar doch. Hallo, Papa. Oh. Hallo? Hallo, Mama. Hallo, Inge. Ja. Entschuldigung, ich habe vergessen, mich vorzustellen. Ist Heiner noch gar nicht da? Nein, wir dachten, dass Sie zusammenkommen. Wie ist denn Ihr Name? Mein Name ist Samba. Ah, Martin. Angenehm. Danke. Inge. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ja, kommen Sie ruhig schon mal. Nehmen Sie doch Platz. Ja. Der wird schon gleich kommen. Möchten Sie was trinken? Ja, gerne. Danke. Wasser. Ja, gerne. So. War jetzt ja auch eine anstrengende Fahrt wahrscheinlich, ne? Ja. Ja. So. Bitte schön. Ich danke Ihnen. Gerne. Ja. Ja. Wie lange sind Sie denn schon in Deutschland? Seit 8 Monaten. Und wo kommen Sie ursprünglich her? Aus Guinea. Ah, Guinea. Guinea. Ist das in Südafrika? Nein. Im Westen. Westen Afrika. Ah. Mhm. Ja, interessant. Ja. Welche Sprache spricht man denn dort? Mnjimba. Das bedeutet, ich sage. Ach, das ist ja toll. Das macht ja Sinn. Ja. Ja. Schön. Und sagen Sie, sind Sie eigentlich freiwillig hierher gekommen oder sind Sie geflohen? Nein, ich bin geflogen. Geflogen. Nein, meine Frau meinte, ob Sie fliehen mussten. Ja, mit dem Flugzeug, geflogen. Ja, mit dem Flugzeug. Was machen Sie denn beruflich so? Ich wohne noch im Lager und ich warte gerade auf meine Ausbildung. Das ist ja auch bestimmt nicht so einfach. Entschuldigung? Ja. Ich muss vorhin. Ach, Sie müssen auf Toilette? Ja, genau. Ja, natürlich, bitte. Dritte Tür links. Okay. Der Lichtschalter ist dann innen, ja? Okay, danke schön. Und, wie ist so dein Eindruck? Och, nett ist er ja, höflich. Ja. Spricht auch schon gut Deutsch. Ja. So kann man nicht sagen, ne? Nee. Obwohl, letztens in der Süddeutschen, da hatten sie ja auch wieder so einen Artikel, das ist nicht so einfach mit den binationalen Partnerschaften. Das birgt auch Sprengstoff. Ja, hast recht. Tja. Aber weißt du, immer noch besser als der Punk damals. Ja, das war ein Typ.